In Bayern ist der 1. November, also heute ein Feiertag, soll heißen verlängertes Wochenende. Und am Ende eines Wochenendes gibt es immer die Trailer-Rotation und deshalb kommt die diesmal am Montag. Mir ist natürlich eine faule Ausrede. Ich habe es gestern einfach nicht geschafft, neben dem GTA-Video auch noch die Trailer-Rotation fertig zu bekommen. Deshalb geht es jetzt erst mit einem Blick auf die interessantesten Spielevideos der letzten Tage los. Und wir beginnen mit Gran Turismo 7, wo wir einen kleinen Blick auf den über 400 Wagen umfassenden Fuhrpark bekommen. Wer sich also geärgert hat, dass PC- und Xbox-Spieler mit Forza Horizon 5 in wenigen Tagen ein sehr spannendes Rennspiel bekommen, keine Sorge, für PlayStation 4 und PlayStation 5 steht am 4. März nächsten Jahres die Veröffentlichung dieses wirklich hübschen Titels an. Der Ego-Shooter Bright Memory Infinite ist ein alter Bekannter hier in der Trailer-Rotation. Es gab in den letzten Monaten jede Menge Trailer aus diesem grafisch eindrucksvollen Spiel. Das vielleicht am beeindruckendsten an diesem ganzen Projekt ist aber, dass es im Kern eigentlich von einer Person nur entwickelt wird. Na klar, auch mit Hilfe von externen Partnern, unter anderem auch von Nvidia, denn das Spiel nutzt ja auch die Raytracing- und DLSS-Technologie sehr exzessiv. Aber im Kern ist das eigentlich ein Ein-Mann-Projekt und für das gibt es jetzt endlich einen Release-Termin und auch diesen ausführlichen neuen Trailer. Am 11. November kommt Bright Memory Infinite für den PC raus und ihr könnt euch das Spiel noch bis zum Release für gerade mal 8,19 Euro kaufen, denn so viel kostet der Vorgänger Bright Memory, der eigentlich kein so richtig abgeschlossenes Spiel ist, sondern eher so eine Art Proof of Concept Ego-Shooter, auch relativ kurz, aber auch sehr beliebt, kam richtig gut an, hat auch ein bisschen gezeigt, wo die Reise hingehen kann und mit den Erfahrungen aus Bright Memory ist jetzt dann Bright Memory Infinite entstanden, das umfangreicher sein wird. Ich würde aber trotzdem nicht von einem allzu großen Spiel ausgehen, denn das ist immer noch ein geradliniger Ego-Shooter und die sind selbst bei großen Produktionen in der Regel nicht allzu lang. Der Release ist jetzt übrigens erstmal nur für die PC-Fassung angekündigt, obwohl auch immer eine Xbox-Umsetzung im Gespräch war und es gab auch schon Xbox-Trailer, aber da gibt es noch keinen Release-Termin. In den ganzen letzten Videos, die wir aus dem Spiel gesehen hatten, hieß es ja auch immer nur, ja, soon to be released, also es soll bald rauskommen. Jetzt haben wir zumindest für den PC ein konkretes Datum und es ist tatsächlich noch dieses Jahr, also eine gute Nachricht für Shooter-Fans, die ja diese Woche leider auch die schlechte Nachricht bekamen, dass Shadow Warrior 3 aufs nächste Jahr verschoben wird, was jetzt nicht wirklich überraschend ist, denn da war ja schon länger Sendepause. Dieses Video wird euch präsentiert von Call of Duty Vanguard. Erlebe die Schlachten des Zweiten Weltkriegs und kämpfe gegen Feinde an verschiedenen Fronten, um die Alliierten zum Sieg zu führen. Diese Fronten werden durch vier Helden verkörpert, die eine internationale Truppe bilden, um die Bedrohung der Achsenmächte auszulöschen. Einer dieser Helden ist der Kommandant Arthur Kingsley. Er ist das Herz und der Anführer der Task Force One. Als adeliger Mann wuchs Arthur mehrsprachig auf und spricht Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch und Bantu. Der geborene Anführer sehnt sich nach Frieden, hegt aber einen tiefen Groll. Er will gegen die Nazis kämpfen, um sein Zuhause zu schützen und den gefährlichen Ideen, die der Nationalsozialismus verbreitet, ein Ende setzen. Die Welt steht in Flammen. Doch manchmal kann man Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Since the beginning, Halo was about Master Chief and Cortana. Partners protecting humanity. But that is now a distant memory. Gänsehautstimmung gab es letzte Woche für Halo-Fans, denn 343 Industries hat endlich nach den viel kritisierten Spielszenen von 2020 neues Gameplay-Material aus der Story-Kampagne von
Halo Infinite gezeigt. Und dieses Material hat sehr viel Lob bekommen. Ich habe mal ein bisschen quer geschaut, wie die Reaktionen so sind. Und es gab viele begeisterte Zuschauer. Und deshalb bin ich auch ein bisschen irritiert, denn als ich das gesehen habe, hatte ich das erste Mal tatsächlich ein bisschen Sorgen um das Spiel. Wahrscheinlich bin ich die totale Ausnahme. Ich will es ein bisschen erklären. Denn das, was wir hier sehen, ja, sieht tatsächlich technisch besser aus als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Immer noch nicht technisch cutting edge, aber das ist es nicht, was mir Sorgen bereitet. Tatsächlich sind es eher Gameplay-Elemente, die mir hier Bauchschmerzen machen. Und das, obwohl ich die Multiplayer-Beta gespielt habe. Und die ist fantastisch. Mein Gott, war der Multiplayer von Halo Infinite, soweit man ihn bis jetzt spielen konnte, gut. Was für ein unglaublich elegantes, klares Design. Was für eine tolle Steuerung, auch auf dem PC. Was für ein Wahnsinnserlebnis, gerade im Vergleich zum doch sehr holprigen Angebot, das Battlefield 2042 da in der Open Beta gemacht hat, auch wenn es natürlich vielleicht etwas knalliger ist. Halo Infinite, der Multiplayer-Modus, der ja dann auch zum Release am 8. Dezember kostenlos sein wird, ist der Wahnsinn. Das ist unfassbar toll und macht wirklich absolut Spaß. Im Kontrast dazu steht die Kampagne, die ein bisschen im Geiste eines Reboots zum ersten Halo hin zurückführen soll, aber das Ganze offener anbieten wird. Und grundsätzlich ist das eine tolle Idee. Ich habe mir immer ein Spiel gewünscht, das eher so war wie die Konzeptgrafiken oder die ersten Gameplay-Sequenzen, die man vom allerersten Halo damals gesehen hat. Aber jetzt sehe ich zu viel Far Cry. Eine mit To-Do-Außenposten vollgeknallte Map. Ein Upgrade-System, wo sich der Master Chief, indem er Außenposten erobert, Punkte verdient, um seine Ausrüstung aufzuleveln. Das sind ehrlich gesagt Sachen, die ich nicht unbedingt in Halo sehen will, denn Halo ist für mich eine Frage des Pacings. Das macht die Spannung aus, auch in den bisherigen Kampagnen. Und ja, das hier soll wohl die größte Kampagne werden, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es auch die beste ist. Auf jeden Fall war ich ein bisschen überrascht, dass das gezeigte Material bei mir nicht so ganz Klick gemacht hat. Aber vielleicht mache ich mir da auch zu große Sorgen. Doch diese Serie liegt mir einfach irre am Herzen. Ich liebe die Kampagnen von Halo und bin natürlich auf diese neue Kampagne, die zum Release ja leider ohne einen Koop Modus auskommen muss, sehr gespannt. From the beginning of the Halo saga, Master Chief has been a hero, ready to fight and win against impossible odds. Chief? Es wird zum Beispiel sehr interessant werden, wie überhaupt die Geschichte, die ja mit einem unglaublich reichen Universum, einer wahnsinnigen Lore, der herkommt, auch für neue Spieler präsentiert wird. Denn die gegnerische Fraktion der Banished kennt man ja aus Halo Wars 2, nicht aus den normalen Halo-Spielen, obwohl man natürlich die Brutes aus Halo 3 und auch anderen Serienteilen durchaus kennen kann. In Halo 4 und Halo 5 waren sie jetzt nicht dabei. Dafür tauchen Gegner, die in den beiden Teilen dabei waren, nicht mehr im neuen Spiel auf. Also durchaus ein bisschen verwirrend. Andererseits kehren die Entwickler, was das optische Design angeht, bei einigen Elementen zu Halo 3 und Halo 3 ODST zurück. Also überspringen ein bisschen ihre eigene Arbeit. Für PC-Spieler, die ja ausgerechnet den direkten Vorgänger, also Halo 5, nicht bekommen haben, während wirklich alle anderen Halo-Spiele inzwischen auf dem PC verfügbar sind, könnte es trotzdem ein bisschen irritierend sein, überhaupt in das aktuelle Setting reinzukommen. What do we have here? Hier konnte man auch gerade mal das Upgrade-System sehen, wo ja auch coole Fähigkeiten dabei sind, unter anderem auch der Grappling-Hook. Und versteht mich nicht falsch, ich finde das grundsätzlich gar nicht schlecht, dass da solche Elemente drin sind. Meine große Sorge ist nur, dass wenn sich die Entwickler zu sehr auf diesen Sandbox-Aspekt konzentriert haben, es am Ende tatsächlich ein bisschen die klassischen Probleme von Sandbox-Open-World-Shooter gibt. Nämlich, dass sich viele Sachen belanglos anfühlen, dass es sich anfühlt, als würde man eine Karte abarbeiten. Also die klassischen Far Cry-Herausforderungen ohne die nötigen Höhepunkte zwischendurch. Aber das wird sich natürlich dann erst zeigen können, wenn man die komplette Kampagne mal erleben kann. Und die führt einen übrigens auf den sogenannten Zeta Halo. Das ist einer der original 12 Halo-Ringe, also nicht die 6 Installationen, die man aus den anderen Halo-Spielen kennt. Aber es ist der einzige, der verblieben ist aus dem Originalbestand. Der war allerdings dann so beschädigt, dass
er, weil diese Originalringe eigentlich ursprünglich deutlich größer als die neueren Halos waren, ein bisschen in seiner Größe verringert werden musste, sodass er jetzt ungefähr so groß ist wie die Halos, die man aus den anderen Spielen auch kennt. I am the harbinger of the truth. You are not the future. Exploring this vast and fractured world will put Spartan 117 to the ultimate test. But where there is courage, there is hope. Welcome to the new era of Halo. Is everyone trying to kill you? It kind of seems like it. Letztens waren es die Tiere vom Landwirtschaftssimulator 22. Diese Woche ist ein Blick auf eine der drei großen Karten des Spiels angesagt, nämlich auf eine der beiden neuen Maps, die Amerika-Karte namens Elm Creek. Es gibt ja dann auch noch die französische Karte. Aber die US-Karte ist in erster Linie, wie wir es hier auch schon im Trailer sehen, auf sehr große, flache Felder ausgelegt. Also hier ist wirklich Massenproduktion angesagt und ich war tatsächlich überrascht, wie hübsch das hier in dem Trailer aussieht. So gut hatte ich den gar nicht in Erinnerung. Aber ich bin jetzt auch kein Landwirtschaftssimulator-Profi. Allerdings habe ich mir die Entwickler noch für einen unserer Find Your Next Game Streams, also Fing, eingeladen. Noch vor dem Release werden wir sie im November bei uns bei Max Monsters and Explosions begrüßen dürfen. Wir werden neues Gameplay sehen aus dem Spiel und ihr könnt dann natürlich Fragen stellen. Mit der Fing Expo geht's ab nächster Woche los, immer am Mittwoch und Donnerstag, am späten Nachmittag fangen wir da an. Diese Woche gibt es ja die Fing Hardware Special Edition, auch am Mittwoch und Donnerstag, aber da geht es ja, wenig überraschend, wie der Name schon sagt, eher um Hardware. Ab nächsten Mittwoch, also dem 10. November, geht es dann los mit Spielen und da sind wirklich ein paar sehr, sehr coole, interessante Titel mit dabei. Ja, und dann gab es in den letzten drei Tagen gleich drei neue Trailer zu Battlefield 2042. Ist jetzt nicht super überraschend, ist ja ein großer Titel und der startet ja auch schon in wenigen Tagen. Und dieses Video hier, das erste Video, ist so eine Art Stimmungstrailer oder Stimmungsteaser, also komplett mit Rendergrafiken. Und kurioserweise, den Trailer gibt es nicht auf dem offiziellen Battlefield YouTube-Kanal. Und ich glaube, dass sie den da nicht hingemacht haben, weil der vielleicht bei den klassischen Battlefield-Spielern gar nicht so gut ankommen würde. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch der gefällt. Ich finde, der sieht ein bisschen zu arcadig für Battlefield aus. Viel, viel spannender ist es aber jetzt hier mit dem tatsächlichen Gameplay, denn es wurden auch drei neue Maps gezeigt. Los geht's mit der ägyptischen Wüstenmap Renewal oder Neuanfang, die in der Mitte von einer hohen Mauer durchschnitten ist. Und auf der einen Seite gibt es ein Solarkraftwerk und auf der anderen Seite eine Forschungseinrichtung. Und man wird sowohl in diesen Gebäuden kämpfen, als auch an den Choke Points, an den Übergangspunkten an der Mauer. Auf der Antarktik-Map Breakaway oder Umbruch ist der Wingsuit oder der Fallschirm sehr wichtig. Außerdem gibt es jede Menge Seilrutschen und Seilbrücken, an denen ihr euch schnell durch den Level bewegen könnt. An der Westküste Indiens kämpft ihr euch auf der Map Discarded oder ausrangiert durch ein überflutetes Dorf und durch das, was vom Rumpf eines zerlegten Containerschiffs übrig geblieben ist. Dabei kann es auch durchaus zu bösen Überraschungen kommen, denn auf dieser Karte können sich Tornados bilden. Und zu guter Letzt hat Nvidia heute noch einen neuen Gameplay-Trailer zur PC-Version des Spiels veröffentlicht, um auf die besonderen Features hinzuweisen, die man mit RTX-Grafikkarten des Grafikkartenherstellers nutzen kann,
Unter anderem natürlich DLSS, was hoffentlich für einen ordentlichen Performance-Boost sorgt, denn in der Open Beta hatte ich selbst mit einer 3080 ganz schöne Ruckelphasen drin, aber das lag wahrscheinlich eher an der noch nicht so wirklich fertigen Optimierung dieser ganzen Beta-Erfahrung. Was aber diesmal im Gegensatz zu Battlefield 5 nicht mehr dabei sind, sind Raytracing-Reflektionen. Die wurden rausgenommen. Es gibt zwar noch Raytracing-Ambient-Occlusion, aber Reflektionen gibt es diesmal nicht. Dafür ist NVIDIA Reflex einschaltbar für geringere Latenz. Am letzten Mittwoch hat Sony wieder eine von den State-of-Play-Präsentationen abgehalten. Die war jetzt insgesamt nicht allzu spannend, aber es gab das erste Mal richtiges Gameplay aus einem Spiel zu sehen, das bislang nur mit sehr interessanten Trailern aufgefallen ist, bei denen man sich aber immer so ein bisschen gefragt hat, ja, was ist denn das eigentliche Spiel? Jetzt wissen wir es. Die Rede ist von Little Devil Inside und die Antwort lautet alles, was man da irgendwie gesehen hat. Es vermixt Erkundung mit Kampf, übernatürliche Elemente, mit Survival, mit Storytelling und es kommt nicht nur für PlayStation-Konsolen raus. 2022 soll es für die PS4 und PS5 rauskommen, aber es ist offiziell auch für die Xbox angekündigt, für die Nintendo Switch und auch für den PC. Like any other day. Billy sets out on another job. So, nach der ganzen flotten Baller-Action bislang in dieser Trailer-Rotation, lehnt euch einfach mal zurück und genießt ein bisschen diese sehr ruhige und entspannte, aber zum Ende hin auch etwas aufregende Präsentation von Little Devil Inside. The job seems simple enough. Billy arrives at Cornfield Station. He needs to meet Professor Vincent, who should be nearby. Oh, there's an old lady up ahead. During travel, you can engage with various people. Sometimes to buy goods or simply ask for directions. On certain occasions, the crew is available to travel together. During world map travel, you can encounter various events, some bigger than others. In this case, a flock of sheep blocking the road. Looks like they have arrived near their destination. Billy heads towards an eerie-looking mansion to fulfill his simple task, of course. He's greeted by who seems like the owner. The job is to pick up a mysterious artifact and deliver it to Professor Vincent. Looks like it's kept in the mansion's basement, leaving behind the unsettling signs on the wall. Billy enters the basement chamber. Well, it turns out that the job is not going to be so simple after all. Ever since leaving the mansion, strange-looking creatures constantly appear. Here he is surrounded by a mob, striking and sticking the blade into enemies to pull and throw them around. During his travels, Billy needs to resort to his survival instincts and make use of whatever he has to survive. Often being exposed to the harsh side of Mother Nature. A desert environment is one such place. Finding safe places to camp and cooking up food is all part of the journey. This time, a sub-zero climate. And worse, caught in a snow blizzard. Struggling to pull his companion out of the snow. What will be their fate? Lead Billy throughout his journey and imagine what he has to face. Some expected, more often not. Oh my. Welcome to the world of Little Devil Inside.
Skyrim wird 10 Jahre alt und Bethesda veröffentlicht eine neue Version des Spiels, die Anniversary Edition, und gibt mir die Gelegenheit, dieses Spiel zum 6. Mal in meinem Leben zu kaufen und damit gleichzuziehen mit dem bisherigen Rekordhalter in meiner Spielebibliothek, nämlich mit Baldur's Gate 2, das ich mir auch aus irgendeinem Grund 6 Mal gekauft habe in meinem Leben. Und beide Spiele haben noch eine Gemeinsamkeit: ich habe sie nie weit gespielt, von daher freue ich mich, dass diese neue Version auch noch mit noch mehr Content kommt, denn sie liefert auch noch alle Inhalte, die bislang im Creation Club veröffentlicht wurden, mit. Also noch mehr Zeug, zu dem ich nie kommen werde, es tatsächlich mal zu spielen. Was das alles so ist, unter anderem auch neue Questreihen, die Rückbezüge auf Morrowind und Oblivion nehmen, und wie es um die 4 kostenlosen kleinen Erweiterungen, unter anderem das neue Angel-Feature, steht, das ihr als Besitzer der Special Edition zur Veröffentlichung der Anniversary Edition bekommt, das erklären uns die Entwickler hier in diesem ausführlichen Video. An exciting Anniversary Edition and some free creations for owners of Skyrim Special Edition. Before I tell you more about the giant batch of new Creation Club content coming to the new Anniversary Edition, let's take a look at all 4, yes, 4 free creations for all you Special Edition owners. To tell you about those creations, here's Daniel Lee. Hi, I'm Daniel Lee, Senior Artist and Development Lead for Creation Club. Let's start with Saints and Seducers, a full quest expansion featuring the largest amount of content we've ever included in a single creation. You'll get a whole new storyline to uncover, new armor sets and weapons, artifacts, enemies, and more. Saints and Seducers also includes the rare Curios creation. Khajiit caravans will be delivering rare imports from the far reaches of Tamriel. Take a look. These Khajiit merchants will supply new ingredients for you to produce new potions, arrows, and poisons. Even rare stones crafted by the aliens. Survival mode is perfect for those looking for an immersive challenge. Contend with the very elements of Skyrim itself, like these snowy peaks. Bundle up and keep warm by the fire lest you succumb to the cold. Mine your hunger and exhaustion to keep your dragonborn alive. Thankfully, Skyrim is plentiful in food to forage, catch, cook, or even scavenge, as well as local taverns that provide a good night's rest. I'll show you to your room, right this way. If you haven't played Survival Mode, it's a unique experience we highly encourage you to check out. Speaking of catching your own food, our new fishing mode lets you angle over 20 unique aquatic species across Skyrim's waters to cook, display as trophies, or even keep as pets in your own home aquarium. Visit some of the most breathtaking and tranquil spots on the map and enjoy a relaxing respite from a hard day's adventuring. And did we mention there's also some fishing related quests? What was that? So, grab a rod and get ready to unwind on the shores. Those 4 creations will be free for all owners of Skyrim Special Edition. But what about all the amazing creations already released for the game? That's where the Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition comes in. Releasing on November 11th, Skyrim Anniversary Edition comes bundled with all previously released Creation Club creations, along with the 4 free creations, of course. Anniversary Edition gives you a heap of content to dive into, including numerous armor sets, new gameplay modes like camping and survival, packs of new enemies to fight, tons of weapons, dozens of quests, some even featuring additional side quests, player housing, pets, and so much more. We'll also be bringing a ton of new Creation Club content to the Anniversary Edition, including new modes and some amazing new quests that tap into Tamriel's history. In Ghost of the Tribunal, you'll earn over a dozen new weapons and armor featured in The Elder Scrolls III Morrowind. In The Cause, you'll encounter the Mythic Dawn, who are trying to form a new Oblivion Gate, featuring brand new enemies, locations, weapons, and even a conjurable danger course. These new creations, along with all the other content we've mentioned today, all come bundled in the Skyrim Anniversary Edition, making it the most comprehensive package to date. Und das war's mit der Trailer-Rotation für heute. Allen, die heute auch einen Feiertag hatten, wünsche ich einen entspannten Ausklang dieses freien Tages und allen anderen natürlich auch einen schönen Abend und einen guten Start in den Rest der Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Fritz.